Servus, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Ja, Life is Strange, habe ich mir vorgenommen. Ja, es wird nicht so ein langes Projekt sein. Und von daher sind wir mal gespannt, was uns hier erwartet. Hintergrund, warum ich das ganze Let's Playe, ist einfach ein Kollege, Geschäftskollege, Kumpel, alles in allem, hat mir dieses Game quasi geschenkt auf Steam. Und hat gemeint, ey, du musst das Let's Playen. Jo, eins von drei Spielen, wo ich schon gebeten worden bin, ey, du musst das Ding Let's Playen. Ne? Zweimal war es Geburtstag, einmal war es einfach so. So, jo, ich will jetzt aber hier gar nicht groß rumreden. Hier ist natürlich auch wieder euer Exemplar, ne? Ich habe total mich vergessen. Vor lauter hier Wood Gamer oder keine Ahnung, so heißt mein Kollege, also sein Gamer-Name. So, New Game. Sind wir mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Life is Strange is a story-based game that features player choice. The consequences of all your in-game actions and decisions will impact the past, present und the future. Yeah, ein Gewitter. Ein Sturm. Es blitzt. Und da liege wohl ich rum. Kann mir wohl kein Haus leisten. Ne, muss ich auf dem Boden rumgammeln. Ne, geschweige denn eine Mütze, ich bin hier klatschnass, wie es aussieht. Was ist das hier? Wo bin ich? Na, die fragt sich, wo bin ich? Wo muss ich hin? Wie komme ich hierher? Okay, wir sind jetzt schon in der Steuerung drin. Wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Soweit zu meinem Englisch. Ja, müssen jetzt erstmal gucken, wo und was. Von der Steuerung ein bisschen ähnlich wie bei Tomb Raider. Und ich ahne Böses, dass mir gleich die Brocken entgegenkommen. Okay, doch nicht. So, nur die Grafik. Ja, ist ja gut, dass ich die Maus benutze und die Kamera. Da stürmt es aber ganz schön. Da fliegen hier Äste, Bäume. Was fliegt da noch rum? Holzbretter fliegen hier rum. News. So. Was haben wir denn hier? Blackwell, ich kann es nicht lesen. Academy. Was ist hier? Irgendwelches Zeug? Kann ich da irgendwas mitnehmen? Ja, so, jetzt gehen wir mal hier lang. Ey. Alter, das stimmt ja ganz schön. Holy shit. Yeah. Ja, nee, ist klar, ne? Das soll jetzt kein realistisches Game sein, oder? Wir stehen hier direkt an der Windhose und die macht uns nichts. Servus. That was Okay. so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm These in pieces of class. time can frame us around Everything's the world. cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black didn't and white? fall asleep, and that Anybody? sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. So, mich nervt es noch ganz ein bisschen, dass das auf Englisch ist. Ich kann es leider nicht auf Deutsch einstellen. Nee, kann man nicht. Ja. Dann kehren wir mal zurück. Because of her Müssen wir das images of hopeless Ganze faces, you auf feel like Englisch totally haunted by spielen? the eyes of those sad Dann mothers in wollen wir mal turmoil. hier an. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you Ich could do weiß that to nicht, me. warum ich. Look. Isn't that too easy?
too obvious? Drag to aim the photo. What if artists chose to capture people at the height of their beauty or innocence? On left button. She had a brilliant eye. To interact so with it. Then drag towards approach. Look. Ah! I'm not. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. I have to admit I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. A big fan okay. of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. I haven't kept up with my journal as much as I should. You don't have beauty without a beat. Okay. Which explains why Frank was Kerouac. If anybody else looked at this, what would they think? Ah, mein Tagebuch. Jetzt alles klar. Ich habe hier 8 Seiten vollgeschrieben. Kann man hier alles durchlesen. Ihr wisst ja, wer das jetzt hier alles genau durchlesen will, der kann hier gerne die Pause drücken. Ich werde es jetzt erstmal nicht machen. Vielleicht irgendwann kommt das später, weiß ich noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall wie hier mein Tagebuch aus. Aber ich schreibe wohl nicht jeden Tag rein. Na, also es sind viele Sprünge drin. So. Jefferson, Victoria, Kate. Ich denke mal, hier kommen noch einige Personen dazu. Episode 1. Chrysalis. Was haben wir hier? Ich bin hier in der Schule. Ah, okay. SMS. Ach, guck mal, Dad. Have a very special 18th birthday. You're an adult now. But you're still our little girl. Check your account. Don't blow it all at once. Okay, mein Englisch ist nicht so gut, aber... Always. You okay? Did you want... Hear Max around? I'll be free after 4. TTYL. Keine Ahnung, was das heißen soll. So, ich habe auch noch eine SMS von Mom gekriegt. Happy Birthday. Oh, yeah, super. Und Varun. Make sure that Necromanic on my flash drive. Wow. Hey, Mad Max. Let's bust the shit up. Ja, mein Englisch ist nicht so der Knaller, aber ich probiere mein Bestes. So, Pencil Case. Wollen wir mal in das Mädchen gucken? I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Ah ja, wir mögen es old school. Machen wir erstmal ein Selfie. Frank Stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja, wir müssen jetzt ein bisschen entscheiden. You're asking me? I didn't know. Okay. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular. Okay, look, Mama, yeah. No more selfies right now. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Ich habe keine Ahnung, was wir hier genau machen wollen. In your textbook or even online. Look at this crap. How can I ja, show this to haben wir ja schon. Es klingelt, ich bin erlöst. To submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me.
Okay. Ich kann jetzt, ja, ich kann jetzt wieder das machen. Guck mal hier, Notebook. Dann schauen wir mal jetzt. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people... Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. $5,299 kostet der Teil. Leh, komm hier. Ne? Hier, Reed. Product, ja. Mal groß. Quasi. So, mal gucken, was wir hier alles finden. Ah, Computer. Yes. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay, das ist also ein Bildbearbeitungsprogramm, ne? Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Okay. Ah, ich kann mit der sprechen. Look. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, okay. Kate. Oh. Hi, Max. I hope I didn't embarrass you. Ja. You seem quiet today. Just thinking too much. Ja, wir wollen Tee trinken. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay. So, ich kann jetzt. Kann ich immer noch mit dir reden? Let's talk later, Max. Okay, ich kann nicht mit dir weiterreden. So, was kann man hier? Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Dear Kate, we love your porn video. XOXO Blackwell Academy. Blackwell Academy. Das haben wir auf dem Banner gesehen. Each. Was ist das? Look. Huh, this might make a cool shot. Amber forever. Jo, machen wir mal ein Foto. Yeah. Picture. So, jetzt haben wir das erste, die erste Errungenschaft quasi freigeschalten. Hier kann ich mal der... Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ja, also quasi labert die Scheiße. Ach, guck mal hier. Der Leuchtturm. You can never escape the lighthouse here. Okay. Was haben wir hier? Nochmal ein Bild. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Okay. Also wir haben hier definitiv so eine ziemliche mysteriöse... Story. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Okay, photo contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. So, ich muss hier quasi, ja, ich kann jetzt noch mit dem Mr. Jefferson reden, so wie es aussieht. Ja, guck hier, look. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Jo, speak me mal. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, will man sagen, ich habe Talent und ich soll es nicht vergeuden und ach, guck mal hier eine Kamera. Guck mal hier, look. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera.
Ich kann irgendwie auch nicht schneller laufen, also das ist wirklich alles. Ach, guck mal, hier, Klassenfoto. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, hier mein Poster. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Okay, also Mr. Jefferson macht, ach guck mal, mein Printer. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ach, guck mal, hier haben wir nochmal ein Poster. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Okay, 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 ne? Hier so. Ach, guck mal, Foto-Equipment. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Ja, Bücher gibt's auch, ne? So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dali, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Jo, viel, in dem Spiel wird viel geredet. Also ich weiß nicht, ob das hier so gut bei euch ankommt. Schreibt es doch mal einfach mal in die Kommentare. Und bevor wir jetzt hier dieses Klassenzimmer verlassen, mache ich hier mal den ersten Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bleibt dran, wenn es spannend weitergeht. Ich bin raus. Dankeschön. Ciao, euer Exebly.